Say your prayers, I'm coming to get you. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Duke Nukem, Time to Kill. Im 9. Level, das sich Holy Terror nennt. Und wir sind immer noch im Dungeon, so wie es aussieht. Ich habe mal meine Waffe auf die Uzi gewechselt, da ich meine Maschinengewehre und so weiter brauche, um hier bestehen zu können. Wie wir im letzten Part gemerkt haben, hat die Schwierigkeit enorm angezogen, was ich echt nicht mehr geglaubt hatte, dass es wirklich so heftig anzieht. Also ich bin echt zwei, beziehungsweise fast sogar dreimal krepiert im letzten Part. Wer das verpasst hatte, sollte das dringend nachholen. Das war echt heftig. Und es scheint hier genauso weiterzugehen. Die Gegnerflut nimmt nicht ab. Zum Glück sind es nur die Schweine. Wenn es wieder die roten Echsen wären, dann hätten wir schon mehr Probleme. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, in diesem Part werden wir den zweiten Bossfight. I love the smell of bacon in the morning. Ja, das liebe ich auch, aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir den zweiten Bossfight in diesem Part bestreiten und hoffentlich auch erfolgreich abschließen werden. Doch dazu müssen wir erstmal hier im Holy Terror irgendwas schaffen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was. Es ähnelt einer Multiplayer-Map vom Mapping her sehr. Stirb, okay, da kann man da nicht durchschießen. Warum? What the hell? Wo kommst du her? Ja. Boah, dem sein armer Sack. Den habe ich aber gesehen. What the hell? Okay, ihr habt irgendwie kein Leben mehr. Es ähnelt einer Multiplayer-Map, aber das Mapping ist total anders. Es ist wie so ein... Bacon Bits. Was hat er jetzt mit Bacon? Nur weil er Schweine schlachtet oder was? Das hat er doch vorher nicht gebracht. Egal, Yubi ist immer für eine Überraschung gut. Ja, schau mal einer an. Schau mal einer an. Da sind echt drei heilige Handgranados. Krank. Kann ich die überhaupt noch alle aufnehmen? Oh, natürlich nicht. Ey, das ist bitter. Da oben? Ne. Sah nur so aus. Ja, hopp. Duke. Danke. Irgendwie wollte er gerade nicht. Ich glaube, er wollte noch die Wand bewundern. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Der zweite Boss muss sterben. Und der hat auch... Ich weiß das Schema sogar gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass es was mit Türmeklettern auf sich hat. A monk's life is not for the Dukester. Aber ich werde euch nicht sagen, was es für ein Boss ist und wie man ihn besiegt und alles. Das werden wir dann schon noch herausfinden. Aber er ist ganz cool, meiner Meinung nach. Cooler als der erste auf jeden Fall. Obwohl der erste auch gar nicht so uncool war. Aber nun müssen wir erstmal unser Repertoire auffüllen, um überhaupt diesen Boss herausfordern zu können. Jetzt habe ich mich doch wieder für die Shotgun entschlossen. Ist mir gerade so beiläufig aufgefallen. Aber für das nehme ich lieber eine Pipe Bomb. Ja, hat sich gelohnt. Die enttäuschen mich halt so gut wie nie. Im letzten Part haben sie mich zwar auch fast umgebracht, aber nur fast. Nicht so wie das Dynamit und tut es wirklich. Das sind nette Menschen. Oder nette Bomben. Besser gesagt. Menschen wären jetzt echt creepy. Me without my library card. Ach, schau mal einer an. Den kann man einfach da durchstalken. Schöne alte Grafik halt, ne? Take the pipe bomb. Wie treffe ich dich jetzt, ohne dass du mich siehst? Gar nicht. Boah! Scheiße, aber ich habe mich selber auch Was? Der ist nicht mal tot? What? Ach, da ist auch einer. Scheiße. Ich krieg dich. Streuschusskanone. Bist du tot? Es fallen kein... Oh nein. Boah, die Pipe Bomb hat sogar meine ganze Rüstung zerschmettert, habe ich gerade gesehen. Oh oh, oh oh, wo ist der? Ich sehe nichts. Wo ist der Trottel? Da über mir. Ich habe ihn durch die Wand gesehen. Oder durch den Boden, besser gesagt. Ja. Boah, das zieht mir 7 Schuss ab. Also 2 Schüsse und ich bin down. Wenn ich jetzt da hinten hochkletter, der kriegt mich, das weiß ich. Boah, scheiß Medikit. Das hat man nicht. Das sind jetzt die 2 vom letzten Part. Ja gut, ich muss dazu greifen. Es geht nicht anders. Wo ist der jetzt? Hä? Hä? Ja klar. Boah! Okay, er existiert noch. Ich dachte, vielleicht wurde er vom Game gelöscht. Ach genau. Wo ist der? Ich habe ihn nicht sterben. Da.
Naja, es läuft ja wieder, es läuft. Er ist genau über mir. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Nee. Looks like this whole place is overdue. Nein! Okay, der Punkt geht absolut an dich, Schwein. Aber really absolut. Du hast mich echt zerfetzt. Looky here. Wow, das war ein intensiver Kampf. Du warst echt der stärkste Gegner bis jetzt. Du hast mich taktisch echt zerfetzt und ich war einfach zu dumm, dich abzuschlachten. Aber dafür töte ich dich jetzt, du dreckiges Kind. Wo bist du? Wo bist du? Ey, das ist so asozial. Ach, genau, ist er. Stirb jetzt. Du willst einfach nicht sterben, gell? Danke. Du hast mir aber schon wieder fast 30 Punkte abgezockt. Was geht? Ist das ein Feuerlöscher? Ah, das war ein Geheimgang, okay. I'll blow you a new hole. Ist das eine Secret Area? Auf jeden Fall eine gefährliche Area, aber eigentlich nur normale Echsen. Naja, anscheinend ist es keine Secret Area. Anscheinend musste man das sogar finden. Ich habe jetzt darauf spekuliert, weil es ein bisschen versteckt war, dass es eventuell eine Secret Area ist. Aber nein. Komisches Level, aber gefällt mir. Sage ich, glaube ich, zu den allen Leveln, die wir den letzten gespielt haben, so. Was ist das denn? Ah, wieder sehr unlogisch, dass ich unter Wasser zerfetzen kann, aber warum nicht? Es kommt mir sehr bekannt vor. Woher wusste er, dass ich hier bin? Warum ist er so angeraced gekommen? Ist er tot? Oder hat er sich versteckt? Ich glaube, er hat sich nur versteckt, gell? Ja, hat er auch echt nur. Ey, ich kenne dieses Level. So langsam kommen Erinnerungslücken. Beziehungsweise die Lücken werden gefüllt. Ja, so langsam erinnere ich mich wieder an das Level. Ciao. Kurz überlegen, wo es lang geht, aber ich glaube, ja, okay. Das war ja so ein Mini-Labyrinth gerade, aber ja. Easy peasy shit. Shotgun Ammo. Ach, ich bin jetzt am Anfang, da wo wir letztes Mal die Echse abballern wollten, aber es nicht ging durch das Tor. Ganz am Anfang. Aber die Frage ist, was hat es mir gebracht? Ich bin jetzt einmal nur im Kreis gelaufen. Ich habe ja nichts aufgesammelt, das irgendwie wichtig war. Deswegen mal schauen. Mal schauen. Dauert ja nicht mal mehr einen Monat. Dann ist endlich die neue Nintendo-Konsole draußen. Freue ich mich ja schon richtig drauf. Ich werde sie mir wahrscheinlich nicht zum Release kaufen. Einfach weil ich momentan auch recht wenig Zeit habe, die Dinge dann zu zocken und so. Und einfach nur dumm rumzustehen haben, brauche ich es jetzt auch nicht unbedingt. Ah, yeah. Allen voran dessen, dass ich sie wahrscheinlich nicht mehr zum Release kriege, weil sie überall ausverkauft sein wird. Aber mit der Zeit wird es schon kommen. Wäre schon witzig, so ein Duke Nukem Teil auf Switch zu haben. Der Third-Party-Entwickler Support ist ja jetzt auch wieder gegeben, das heißt. Alter, was sind das für kranke Teile? I feel good. Was liegt denn einfach mal da drin? Aber was ich sagen wollte, das heißt, die Aussicht wäre schon mal da. Aber die Frage ist, ob der Typ überhaupt noch lebt. Eigentlich ist er ja nach Duke Nukem Forever gestorben. Was ich übrigens korrigieren wollte, richtig, das habe ich glaube in Part 1 gesagt, dass Duke Nukem Forever 2013 rauskam. Was allerdings totaler Bullshit ist, es kam nämlich 2011 raus. Es ist schon echt 6 Jahre alt.
Hätte ich nicht gedacht, dass es schon so unnormal alt ist. Aber jetzt hier, 8 Parts später, kann ich das auch mal aufklären. Ich hab's immer vergessen bis jetzt, ey. Das ist scheiße. Ich sollte mir manchmal echt ein paar Notizen machen, bevor ich aufnehme. Das habe ich früher mal gemacht, so, als ich anfangs LP hatte. Ja, so die ersten 2 Jahre oder so habe ich hier und wieder auch mal Notizen gemacht. Ich hatte auch so eine komische Hot Wheels Stoppuhr. Habe ich vor allem auch da gebraucht, als Videos nur 10 Minuten lang sein durften oder beziehungsweise dann später 15. Hab man das immer mal wieder gebraucht, vor allem wenn man Traps aufgenommen hat im Fullscreen und nicht immer auf die Uhr geguckt hat. Allerdings ist das heutzutage alles anders, heute braucht man das nicht mehr, heute hat man andere Möglichkeiten. Und ja. Aber was ich sagen wollte mit meinen Notizen, sollte ich vielleicht echt mal wieder anfangen. Ich will eigentlich echt immer ziemlich viel sagen, und was heißt viel, ich will ein paar Infos immer loswerden, aber dann bin ich so im Spielgeschehen drin, kommentiere das, was geschieht, was wir gerade tun müssen, was wir machen, und komme dann dazu gar nicht, beziehungsweise verdränge, beziehungsweise vergesse es. Wow. Der Raum war geil. Jetzt haben wir auch Wurfäxte. Habe ich auch schon halb vergessen, dass es die auch noch gab. Die sind tödliche Teile. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ein Schuss killt. Oder einfach, was heißt ein Schuss? Ein Wurf, besser gesagt. Das ist quasi so wie... ein Headshot, ja. Ich wollte jetzt eigentlich einen Vergleich zu irgendeinem anderen Spiel aus einer anderen Serie geben, aber finde jetzt nichts Gescheites. Die Frage ist, ist es echt nur, wo ich lang muss? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Gucken wir mal runter. Nee, hier war ich garantiert noch nicht. Hier war nämlich auch ein Gang. Und die Kisten stehen noch, deswegen weiß ich, dass ich hier noch nicht war. Jetzt hoch. Danke. Ich spüre es, wir sind kurz davor. Also wahrscheinlich noch 5 Minuten oder so, wenn jetzt alles glatt läuft und ich relativ gut durchkomme. Dann dürfte das Level gegessen sein. Was nochmal ein Checkpoint? Okay, vielleicht geht es doch noch etwas länger. Ja gut, klar. Das Spiel neigt sich so langsam dem Ende zu. Also nach diesem Level-Bossfight haben wir dann auch 2/3 hinter uns. Müssen die Level auch mal länger werden und vor allem brauche ich die Throwing Axe und vor allem müssen sie auch schwieriger werden, was sie auch tun. Obwohl dieses Level, ich weiß nicht, es ist einfacher als das andere. Vor allem die Gegner sind wieder schwächer. Okay, es kamen sehr, sehr viele verbesserte Schafe, sage ich, Depp, verbesserte Schweine vor, allerdings keine einzige rote Echse. Gut, ich bin froh, aber ja, what the hell? Hört auf zu spawnen. Ich habe sogar extra meine Armbrust für euch ausgepackt. Allerdings packe ich jetzt die Pipe Bomb aus! Oh! Der ist direkt reingelaufen wie so ein Göttwerin. Ich werde dich aber jetzt wegknallen. Come on! Das ist auch so ein One-Hit-KO-Teil. Ich kann euch gerade übrigens auch gar nicht sagen, wann wir die Armbrust bekommen haben. Lock and load. Aber ich glaube irgendwann mal intuitiv aufgesammelt und wusste es gar nicht. Ich hab sie gerade nur in meinem Inventar gesehen und dachte, ja, geil, wusste ich nicht, kann man gleich mal usen. Allerdings hat man auch relativ wenig... Warum ist das schon wieder eine Tuss? Hi. I already broke that habit. Aber wenigstens gibt's Charaktere, eigentlich ist Duke ja einzeln, es gibt ja keinen einzigen NPC. How would you like to get twisted, sister? Hi. Komm, spür mal ein bisschen. How would you like to get twisted, sister? Ja, so geile Sprüche, ey. I heard you haven't been getting none. Oh, Duke. What the fuck war das für eine coole Rückwärtsrolle? Die Frage ist auch, warum? Ja, aus diesem Grund schieße ich einfach mal gegen die Wand. Krass. Ja, ich wollte gerade einfach mal austesten, wie das aussieht in seiner Knieposition, wie er da schießt. Aber es sah relativ witzig aus. Ja, geht's doch bestimmt wieder rein. Aber safe. Ach ne, hier habe ich noch Munition bekommen.
Wir haben es, glaube ich. Ja, Mann, ich kann immer noch die Rolle machen. Ist voll witzig, aber die kann man nicht immer machen. So, ist das jetzt offen? Ja. Jetzt kann ich da endlich runter. Allerdings. Ah, da ist auch eine Leiter. Oh, die hat man gerade gar nicht gesehen. Ask and you shall receive. Das ist eine Secret Area, wusste ich gar nicht. Wo ist das Schwein? Ich hör's doch. Was ist das denn? Ein Freezer? Stimmt, die Waffe gab's ja auch noch. Oh, die ist anormal krank. Also, die macht keinen Schaden. Aber die ist so brutal krass geil. Das ist, wie der Name schon sagt, Freezer aus Dragon Ball. Nein, Spaß. Aber es ist so ein Vereisungsgerät. Stimmt. Alter, wieso vergesse ich so viele geile Sachen? Die haben wir im Multiplayer damals auch immer übel oft benutzt. Eigentlich der den Freezer hatte, hat gewonnen. Aber vor allem war er halt dumm. Er hat die komplette Freezer-Muni Sanctuary. Sanctuary. Verballert. Um den einzufrieren, obwohl er nach 2 Schuss schon eingefroren ist. Hätte er kurz die Waffe wechseln können und danach abknallen können, während er noch vereist ist. Aber nein, man hat so lange geschossen, bis der Freezer-Muni alle war und die Waffe automatisch gewechselt hat, damit man keine Millisekunde Eiszeit verschwendet und den Gegner noch möglichst viel abschlachten kann. Und Dynamitwurf. Jawohl, mal wieder ein Dynamitwurf, der mich nicht getötet hat. Das ist ja sehr gut. Dafür darfst du gleich nochmal. Ah, der war dumm geworfen, glaube ich. Vor allem hat er nicht genau wirklich dahin getroffen, wo ich ihn haben wollte. Ich wollte ihn eigentlich da drüben haben. Boah, der, okay, der hat perfekt gesessen. Shotgun Ammo. Handgun Ammo. Handgun Ammo. Habe ich ja noch 50. Cool. Boah, wie das aussieht. Richtig krank. Aber ich glaube, wir sind da. Das sieht nicht umsonst so aus. Jetzt kommt jetzt auch noch eine Special-Musik. Ja, das sieht nach Finalraum aus. Ja, okay, es gibt noch mal Gegner. Hm, töten wir euch. Aber den hat's richtig zerfetzt. Übrigens ist es ein verbesserter RPG, habe ich gerade gesehen. Wir haben ein Update bekommen. Ich glaube, es ist jetzt zielsuchend. Okay, Kronleuchter. Dann wollen wir mal. So much for sacred ground. Seid ihr bereit? Also ich bin's jetzt auf jeden Fall. Okay, ich sehe gerade, ich habe nicht so viel Leben. Bitte seid da Leben, bitte seid da Leben. Was ist da? Ist ein RPG? Nee, es ist irgendein Muni. Boah, schade. Ich dachte, vielleicht könnte ich reinspringen. Scheiße, das könnte kritisch werden. Ich habe nur wenig Leben. Holy Terror. Yeah, wieder alle Secrets. So. Winged Dead heißt das Level. Die, you overgrown winged lizard from hell. Und wie der Name schon unschwer behauptet oder beziehungsweise aussagt, haben wir es hier mit einem geflügelten etwas zu tun, das Feuer auf mich schießt wie so ein Gött. Aber es trifft mich zum Glück nicht. Es scheint kein Aimbot zu haben. Es klingt wie so ein Truthahnvogel eigentlich. So, ich wusste doch, es hat irgendwas mit Türme klettern zu tun. Okay, Zielsuchding. Walte deines Amtes. Da hinten ist's. Es ist unschwer zu erkennen. Ein riesiger Dragon. Alter, wie wenig zieht es ab. Ja. Okay. Der macht unglaublich viel Schaden, wenn er uns mal trifft, was er zum Glück gerade nicht getan hat. Oh. Okay, 6, das geht eigentlich. Ich habe jetzt mit 10 oder so gerechnet. Wahrscheinlich weniger als ein normales Schwein macht. What the fuck, bist du ein Kackbun oder was? Boah, er kann mich so nicht treffen, aber ich ihn. Boah, okay, jetzt ist er doch etwas sehr nah an mir. Vielleicht sollte ich irgendwas anderes machen. Eine Gatlin. Ja, die wird zwar nicht so viel Schaden machen, aber dafür schießt sie schneller. Boah, ich habe keine Leben mehr. Aber er ist fast down, aber ich auch. Okay, was kann man machen? Schießen, schießen, bis zum Gött. Ja, genau so. Knall jetzt einmal, weil so trifft er mich nicht. Oh, scheiße, er ist geflohen, er ist schlau gewesen. Wo ist er? Da hinten chillt er. What the fuck, war ich kein Gegner für ihn, oder was? Hat er gedacht, nö, Bombe ist immer schlachten, ich hab keinen Bock mehr. Oder war ich zu feiglinghaft und hab mich hier so getarnt wie so ein scheiß Dreckskind? Kacke, ich hab Angst.
Der braucht nur zwei, drei Glückstreffer und das war's. Eigentlich nur zwei. Einen darf ich noch einstecken, oder kann ich noch einstecken, besser gesagt. Allerdings kann auch er nicht mehr so viel einstecken. Ich würde ja auch gerne eine Granaten oder so werfen, allerdings... Okay, er ist mir wieder ein bisschen zu nahe. Geh lieber wieder weg. Nein! Ich Arschloch! Oh, wie blöd war ich. Ey, das ist so unnötig. Schaut euch seine Lebensanzeige an, Mann. Ey, das ist so unnötig. Komm her. Bis kein Gegner mehr stirbt. Danke, ciao. Oh, Mann. Wie low. Wie low einfach. Scheiß überdimensionaler Dragon. Ich hate dich. Naja, dann war das eben ein Fail. Egal, wie dem auch sei. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es dann zum letzten Drittel geht. Bis dann und ciao.